Ja, hallo liebe Leute. Fröhliches Hacken könnten wir schon sagen, denn es geht weiter mit Watch Dogs. Ja, wir sind hier mitten auf einem Friedhof, denn hier ist die Kamp geht die Kampagne weiter. Mal schauen, was wir hier erleben werden. Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden? Ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Und ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Warum glaube ich eben nicht? Ich bezweifle, dass er wirklich aufhört. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Tja, gute Frage. Wie könnte man sowas vergessen? Okay, was hier? Ach, Verbrecherkonvoi, nein. Das tue ich mir nicht. Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Ja, ein Überlebender, wie kann das sein? Ja, er hat überlebt. Oh Mann. Was für eine Logik. Mein Gott. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht ausfüllen, die man überfanden. Gut. Danke der Herr. Und. Genau. Oh Gott, was hat das? Was hat der Wagen hier für eine Schlagseite? Herr, guck doch mal. Verzeihung! Ich hab mich den Wagen noch nicht gewöhnt. Oh shit. Meine Güte. Ein Verbrechen erkannt, ja. Schön für euch alle. Aber ich habe jetzt keine Zeit und keine Lust auf Verbrecherjagd zu gehen. Danke. Ich habe mit dem Wagen hier schon genug Ärger am Hals. Hätte ich doch nur einen anderen genommen. Ja, schön langsam und stetig. Ach, war nur mit keinem Schrammen im Lack, das ist doch nichts. Ich glaube, für Schlumpen was auch noch gegeben haben. Ja,
Bin ich der einzige schlechte Fahrer hier? Okay, ich nehm's zurück. Ich bin doch der einzige schlechte hier. Kann uns ja egal sein. Und ich lade jetzt einfach den Wagen hier ab. Na dann. Guter Jordi, zeig mal den Überlebenden, der nicht gestorben ist. Nicht der Pizzamann. Okay. Wo ist er? Ist nicht leicht mit Jordi zu arbeiten, aber ich kenne ihn. Wäre die Lage anders, würde ich vielleicht ihn jagen. Oder andersrum. Aber wenn er sagt, dass wir ein Problem haben, halte ich das für eine Untertreibung. Dieser Typ darf mich nicht identifizieren. Ach, geht mal nett. Klettern Sie und tragen Sie Jordi auf der Terrasse. Okay, jetzt muss ich quasi gucken, wie ich da am besten hochkomme, ha? Ah. Aber wenn es schon so angeleuchtet wird. So. So, Jordi, wo bist du? Sind die? Na, die wohnen hier. Was ist passiert? Tja, die Security in diesen Häusern ist ziemlich gut. Damit sich solche Leute hier oben schön sicher fühlen. Ich meine, diese Leute hatten nur eine Türkette angebracht, wollten sich wohl den Pizzalieferanten gut anschauen, bevor sie die Tür aufmachen. Okay, fein, sicher. Also zu diesem Problem. Dafür habe ich den Bolzenschneider dabei. Er öffnet die Tür ein Stück, da ist die Kette, ich schieb ihn rein und schnipp und rate mal. Ist nicht der Pizzamann. Jordi, das Problem. Komm schon. Das tun wir doch gerade. Wir sind mitten in der Auflösung hier, Pierce. Du weißt nicht zu schätzen, was ich für dich tue. Du merkst nicht, wie sehr ich mich um dich kümmere, oder? Wirklich? Ja? Tu mir einen Gefallen. Beeilen wir uns. Wie viel Zeit haben wir? Nicht so viel wie nötig. Oh, diese Leiche da aus dem Stadion. Er ist nicht mehr so tot. Bullen haben ihn jetzt im Chicago-Gefängnis. Und oh, er spaziert jeden Moment ins Verhör und zeigt mit dem Finger. Auf dich. Na, Subi. Wie konnte das passieren? Mach mich nur fertig. Toller Blick. Siehst du? Heute Morgen ging was raus. Einer bezahlt einen Haufen Dollar für die Aussage dieses Clowns. Und einer von den Typen ladet. Sieht aus, als müssten wir beide uns mal unterhalten. Ja, aber nicht wieder das mit dem leeren Magazin. Der arme Maurice hat sich vollgebissen an deiner Schuhe. Kümmere dich nicht um meine Methoden. Weißt du, wie man es benutzt? Bring deinen Arsch da runter, ich gebe Deckung. Und lass den Boss am Leben. Wirst ihn brauchen. Glaubst du? Ach Mann, ich soll den Boss am Leben lassen? Ach Menno. Komm schon. Ich bin nicht gerade bekannt dafür, Leute am Leben zu lassen. Meine Gastgeber jammern, davon bekomme ich Migräne. Und wenn ich Migräne kriege, Pierce, dann bin ich nutzlos für dich. Denkst du, du bist der Einzige, der schnell machen will? Was weiß denn ich? Empathie ist nicht deine Stärke, hm? Nicht unbedingt. Was ist mit dem Fixer-Auftrag? Was suchen die eigentlich? Dich. Jemand will den Rächer, und zwar dringend. Und sie wollen einen fingierten Gefangenentransport organisieren, um den Zeugen freizubekommen, der dich erkennt. Ich habe noch nie gesehen, dass sie so viele Leute einsetzen. Sie wissen, dass ich sie stoppen will. Hör zu. Der Zeuge kennt mein Gesicht. Wenn die Fixer ihn bekommen, wenn mein Name rauskommt, dann jagen sie meine Familie. Ah, das F-Wort. Du bist zu sentimental, Pierce. Das ist eine Schwäche. Irgendwann wird es jemand gegen dich nutzen. Ich decke dich, wo ich kann, aber ich sehe nicht alles. Na gut, legen wir los. Alright. Dann schauen wir uns die Sache doch mal an. Ach, da ist doch schon eine Kamera. Die überhaupt keinen Nutzen zu haben scheint. Na gut. Es war ein Versuch wert. Ja, ich sehe dich, Freundchen. Okay, da ist schon mal einer. Bisschen Deckung gehen. Natürlich die Gesichtserkennung. Mal gucken. Okay,
Ja, nichts hier. Außer hier. Wow. Oh, war das etwas schmerzhaft? Ehemaliger Soldat, na, der dürfte interessant werden. Diagnose okay, Parkinson. Ich muss dich erlösen, Junge. Ach, schade. Hat nicht ganz so geklappt, aber ich will erlösen. So. Der Kerl kann also Verstärkung rufen. Ich hab hier nicht. Hier ist nichts zu sehen. Nach da drüben. Ich geh weiter. Büromechaniker, ja klar. Wenn der Typ ein echter Mechaniker ist, dann bin ich Christoph Kolumbus. Naja. Ansonsten sind das noch ganz nette Jungs hier. Halt nur aufpassen, aufpassen, la 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 la. Renn, Piers, renn. Ja. Okay. Ah. Gut. Gut, gut. Komm noch her, Freundchen. Komm näher. Komm schon, Jumat. Komm her. Lass dich verprügeln. Kannst keine Verstärkung mehr rufen. Jetzt! So. Beziehung? Komm schon. Beziehung zur kolumbianischen Regierung. Wow. Das ist echt doch mal ein wichtiger Kerl. Ich hab Hey, hey, geblieben. Drecksack. Komm zurück. Ach, da oben ist noch einer.
fehlen Brandstifter, okay. Auch nicht schlecht. Das ist noch nicht vorbei. Okay, aber komm, was haben wir denn hier Feines? Ah. Ah, Kopfschuss. Ja, jetzt ist ja deine Beziehung zur kolumbianischen Regierung nichts mehr. Ah, da kann man zerdriegeln. Den Knastjob erledigen. Den was? Keine Ahnung, wovon du redest. Lance Brenner. Wie geht's der Familie? Was soll das? Ich frage dich nach deiner Familie. Sieht so aus, als hättest du zwei Parallelleben. Familienmensch. Die Kinder gehen wohl bald aufs College. Teuer für einen Gewerkschafter. Fick dich. Und dann gibt es das zweite Leben. Geisterkonten mit einem ganzen Haufen Geld drauf. Hey. Wusstest du, dass dein Name bei verdammt vielen ungeklärten Fällen auftaucht? Die Bullen würden sicher gerne mit dir reden. Okay, warte. Willst du einen Teil von der Kohle? Das kann ich einrichten. Du verschwendest Zeit. Na gut, na gut! Knastjob? Das ist Angelo Tucci. Er ist in einem Konvoi, aber zu spät. Du findest ihn nie. Er sagt, dass ich ihn will. Ich wette, er hat Familie in der Stadt. Was willst du von seiner Familie? Was verdammt stimmt nicht mit dir? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Oh Mann. Wach auf, hier ist mehr Fixer am Anmarsch. Wie schlimm. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Oh yes. Flitzpierce!